Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Byzanz in 1212 AD. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Part habe ich am Anfang vergessen, dass ich natürlich ein bisschen am Vorproduzieren bin. Dennoch ist es natürlich so, dass ihr wegen meiner Klausurenphase, dass ihr gerne Kommentare schreiben könnt und ich versuche dann auch darauf einzugehen und mit Sicherheit eure Tipps und Tricks helfen mir bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt oder natürlich den anderen Zuschauern bestimmt auch zu einem... Ja, irgendwie vielleicht in ihrem Spiel oder mir in einem anderen Let's Play oder in einem anderen Spiel von mir persönlich oder so. Also da könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Das freut mich sehr. Ich habe jetzt übrigens auch gerne, wir haben ja im letzten Part so ein bisschen uns überlegt, was wir mit unseren Städten so ein bisschen anfangen wollen. Wir haben ja gesagt, hier in Cyzicus wollen wir Märkte und Taverne bauen und so. In Nikea wollen wir, also nee, in Konstantinopel wollen wir ja hier noch eine Glasmanufaktur bauen. Genau, in Dorylaeon wollen wir hier eine Militärstadt draus machen mit den meisten Rekrutierungsgebäuden und so weiter. Die Frage ist, was machen wir aus Rhodos? Da haben wir bisher eine Burg, einen Handelshafen und eine Schafherde. Hier wird es sich vielleicht anbieten, doch noch umzubauen in eine Stadt. Und dann auch hier vielleicht noch ein bisschen mehr auf Handel zu gehen. Beispielsweise Smyrna haben wir auch Handelshafen bisher. Wir haben, Smyrna haben ja gesagt, hier Architektur-Sachen, also Industrie vor allem. Und hier könnte man sich natürlich auch noch überlegen, ob man das umbaut in eine Stadt, in eine Walled City. Und hier in Nikea, da ist noch ein bisschen die Frage. Wir haben hier bisher eine Großstadt, Fischhafen. Eine heiße Quelle haben wir hier, also mit Aquädukt und so. Wir haben eine Kirche und wir hätten noch einen weiteren Bauplatz. Die Frage, was sich hier anbieten würde. Und Konstantinopel, ja, da könnte man natürlich auch nochmal was ändern an den Provinzen und so, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so von halten würdet. Und dann natürlich auch von Philippopolis, aber da müssen wir mal noch schauen. Die Stadt wird ja erst noch erobert. Ich weiß gar nicht, ob das eine Festung ist oder auch eine Stadt, weiß ich jetzt gar nicht. Genau, also da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, das muss ja jetzt nicht in den nächsten Folgen passieren hier, sondern es kann ja auch in zwei Staffeln erst kommen, was wir dann mit den Städten machen, so großartig. Das kann man ja auch ein bisschen offen lassen oder auch nochmal was umbauen oder wie auch immer. Genau, also da gerne mal in die Kommentare. Wir beenden diese Runde, tun wir nicht, wir müssen noch Dinge hier hinzufügen. Ich würde jetzt mal sagen, hier Steuern und einmal Autorität. Und Manuel ist hier unten. Der kriegt auf jeden Fall Autorität und nochmal Autorität. Und dann kriegt er, das bringt ihm nichts, also nicht wirklich gerade. So, jetzt können wir die Runde beenden. Gut. Ja, und diese Armee, die jetzt hier gerade in Smyrna steht, die guckt ja, dass wir jetzt ein bisschen bessere Zufriedenheitswerte kriegen in Smyrna. Und dann werde ich sie nach Rhodos entsenden. Da haben wir jetzt nur noch ein Minus von 2, also halten wir da noch ein paar Runden hindurch. Dass wir vielleicht mal in beiden Provinzen dann auch auf einen positiven Bereich kommen. Wir wollen eine Militärallianz mit uns, das will ich aber aktuell nicht. Wir wenden uns erstmal dem Westen hier zu und dann wieder dem Osten. Und dann bin ich da durchaus auch bereit, vielleicht was zu machen. Oh, die belagern hier Atelaie, ja, hier unten. Kilikien. Sehr interessant, mal gucken, ob sie damit erfolgreich sind. Kilikien habe ich ja auch schon ein bisschen selber privat gespielt. Auch eine coole Fraktion, gar nicht so einfach, aber macht irgendwie Spaß, hier dann auch zu spielen. In dieser Region hier, wo ja doch einiges geht. Genau, so, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eben dieses Gebäude auszubauen. Da haben wir doch gesagt, hier eine Glasmanufaktur wollen wir hier bauen. Genau. Vielleicht passen hier auch die Gebäude allgemein nicht so ganz. Vielleicht würde es sich hier das hier mehr anbieten, weil es gibt dann 500 von Kultur. 500 Wohlstand von Kultur und das verbessert es ja nochmal um 10%. Diese Sache dort. Mittlerweile sollten wir doch aber hier keine Nahrungsprobleme mehr haben. Nee, das ist nicht mehr das Problem. Oh, und Buildings geben auch keinen Nahrungsabzug mehr. So, aber Wein wird hierdurch produziert und Sanitation gibt es dadurch. Weiß auch noch nicht, müssen wir mal schauen, ein bisschen im Auge behalten das Ganze.
Ja, gut. Hier brauchen wir, glaube ich, noch eine Runde. Ist die Frage, was wollen wir hier bauen, gell? Was im Vergleich zu dem hier, wissen das eigentlich? Wenn wir das jetzt in eine Stadt umbauen würden, gibt es hier Wachstum? Das gibt plus 1 Wachstum. Okay. Oh, aber offensichtlich keine Zufriedenheit. Das gibt Zufriedenheit. Public Order. Das hier nicht. Lassen wir erstmal. Bisschen schwierig gerade, ja. So, da brauchen wir noch eine Runde, ja. Noch eine Runde und dann würde ich hier angreifen wollen. Ich muss nur kurz gucken, wie das dann ist, wenn wir die Truppen hier rausziehen. Ich hoffe, aber ja, nee, wir haben ja gesagt, wir brauchen die gar nicht unbedingt. So, beenden wir die Runde. Genau, und dann erobern wir die Stadt, damit sind dann die verhassten Lateiner besiegt. Hier soweit die Grenze eigentlich mal sicher. Wir sind dann auch mit niemandem mehr im Krieg. Das ist natürlich sehr gut. Ja klar, Friedensvertrag. Bestimmt nicht. Meine, ich muss ja sagen, wir müssen ja schon froh sein, dass wir hier mit diesen zwei Stadtstaaten, sage ich mal, mit den Vasallen von den Lateinern hier nicht im Krieg waren von Anfang an. Das war ja schon von Vorteil, dass das nicht der Fall ist. Und wir müssen auch ehrlich gesagt ein bisschen froh sein, dass Bulgarien jetzt hier nicht die Provinz erobert haben, obwohl sie es ja locker schaffen würden. Die haben ja hier zwei Armeen eigentlich, mit denen die das locker hinkriegen könnten. Wie ist denn das eigentlich mit Bulgarien hier? Die sind eigentlich mit Achaia, Thessalonika und mit den Lateinern im Krieg. Ich weiß gar nicht, warum die denn nichts tun. Aber mir soll es recht sein, dann können wir die Provinzen hier erobern. Und wie gesagt, ich finde das hier noch vier schöne Provinzen. Und dann haben wir hier quasi den Westen des Byzantinischen Reiches erstmal erobert und befriedet. Und dann können wir uns hier um Ostgebiete kümmern. Wird hier unten eigentlich noch belagert? Ja, wird noch. Nee, wird nicht mehr belagert. Die haben die Provinz nur geplündert. Okay, interessant. Hier geht's gut voran mit der Zufriedenheit. Hier geht's weiter bergab, aber ist erstmal nicht so dramatisch. Und dann können wir hier eigentlich die Schlacht führen, würde ich sagen. Machen wir hier kurz einen Quick Save. Gut, wunderbar. Wir haben ja vieles an Schwertkämpfern. Damit sollten wir ja gut zurechtkommen. Der Gegner hat vor allem Speerträger, die ja eigentlich mit unseren Schwertkämpfern, unsere Schwertkämpfer sollten da gut aufräumen mit und noch ein bisschen was an Fernkämpfern. Die sind natürlich am Anfang ein bisschen nervig, sage ich mal, aber gegen später sollten wir das doch dann ganz gut schaffen. Genau, wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf diese Schlacht. Endlich mal wieder eine 12-12-AD-Schlacht. Ja, hab nämlich schon eine Weile selber nicht mehr gespielt und jetzt auch hier wieder am Aufnehmen seit der letzten Staffel. Die habe ich schon vor 2 Wochen aufgenommen, vor 3 oder so. Mal gucken. Weiß ich gar nicht. Falls ich es übrigens doch schaffe, meine ganzen Videos so vorzuproduzieren, wie ich mir das gerne vorstelle, sichtbar im Uploadplan für meine Klausurenphase und ich noch ein bisschen Kapazität zeitlich übrig habe, kann es natürlich auch gut sein, dass ich nochmal eine Staffel mehr von 12-12 bringen oder von Third Age oder von einem anderen Projekt nochmal dazwischen oder nochmal 2 Videos dranhängen oder irgendwie sowas. Das kann natürlich passieren. Das muss ich dann mal schauen, wie das dann klappt. Auch zeitlich, wie gesagt, eins nach dem anderen. Erstmal sind es aktuell jetzt nach diesem Video noch 33 Videos, die ich aufnehmen muss für die Klausurenphase. Habe ich also noch ein bisschen. Ja, das kann gut sein. Ich glaube doch. Eigentlich ist doch das hier gar nicht so schlecht, oder? Nebel. Hört sich gut an. Greifen wir mal im Nebel an. Eine eklige Suppe hier. Jetzt müssen wir uns nur noch ein Mauerstück raussuchen, das angenehm für uns ist. Ich finde das hier vorne nicht so angenehm, weil wir hier schlecht an die Mauer rankommen. Hier finde ich, haben wir zu viele Türme. Ich denke, wir werden hier drüben angreifen. Dürfen uns das ja hier zum Glück raussuchen. Ah, wie schön das schon wieder aussieht. Ha, diese ganzen vollbesetzten Türme. So, dann stellen wir den Turm mal hier hin.
den Turm dorthin. Vielleicht hätten wir auch gar nicht so viele Türme mitnehmen müssen, aber es ist schon so. Den Turm dorthin. Ja, hier ist wieder so ein bisschen die Frage. Gut, ab hier kann der dann auf uns schießen. Ach, der Turm ist schon beschädigt, 100%. Die hier auch, umso besser, diese Seite hier anzugreifen. Ja, super. Hab mich schon gewundert, warum die Türme hier so komisch aussehen. Und dann wisst ihr was, brauchen wir die zwei Türme, brauchen wir gar nicht. Und dann haben wir ja noch zwei Rammen eigentlich. Ah ja, hier, die hier. Da brauchen wir wahrscheinlich eigentlich auch nur eine Ramme, aber die nehmen wir auf jeden Fall trotzdem. Die andere Ramme können wir uns schenken. Dann machen wir daraus mal noch die 1, beziehungsweise nehmen die beiden Einheiten auch noch dazu. Die Piken-Einheit, die kann man einfach mal hier hinten hinstellen. Warum werden die jetzt hier eigentlich... Was ist denn das jetzt? Ungroup Selection, jetzt machen wir nochmal eine Gruppe draus. Ah ja, jetzt sind sie drinnen, gerade eben hat's rumgebackt. Und natürlich auch ein guter Hinweis von jemandem von euch in den Kommentaren, fällt mir so ein, dass man ja hier mit den Bogenschützen auch mal auf die feindlichen Türme schießen könnte, mit Brandpfeilen. Das werde ich mir für die Zukunft natürlich merken. Oh oh. Das ist natürlich nicht so entspannt hier. Diese Balliste, sage ich mal. Oder dieses Katapult. Das sollten wir vielleicht gegen vorgehen. Schicken wir die mal vor. Die können ja nicht, gell? Die haben theoretisch auch... Ne, die haben Heavy Shots. Ja, da schicken wir mal unsere Leute hin. Und ich denke, es ist echt gut, dass wir in der einen Provinz da so langsam aber sicher uns auf auf Truppen, meine ich, spezialisieren und da dann auch deutlich bessere Truppen ausbilden können. Ich denke, das macht dann auch schon Sinn. Irgendwo müsste ich vielleicht auch noch was für Belagerungsgeräte dann bauen. Ich denke, das können wir auch in der einen Stadt dann machen. In der einen Burg, meine ich. Wie am Arsch ist der Turm hier schon? Oh, Damage 50. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Aber irgendwie hat die KI nicht geblickt, dass wir uns hier aufbauen. Oh, das sieht doch cool aus. Und da hoffen, dass sie halt auch ordentlich treffen. Wo schießt der drauf? Auf den Turm weiter, gell? Nicht so entspannt. Wir werden die mal ein Stückchen weiter nach vorne schicken. Oh, offensichtlich hat er gerade gar nicht getroffen. Vielleicht treffen wir dann besser. Wäre natürlich böse, wenn er mir den Turm hier schrotten würde. So, jetzt. Eigentlich müsst ihr auch wirklich nur... Ah ja, jetzt. Ja, das hat auch wunderbar geklappt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich nur diesen Trupp mit 4 Mann da in die Flucht schlagen, das würde schon reichen. Und dann schießen wir mal hier auf die feindlichen Bogenschützen, solange die dann nicht an der Mauer stehen. Das würde dann auch ein bisschen was bringen. Und ja, Kameramodus hier, das sieht doch mal nach einer Belagerung aus, würde ich sagen. Mit K zu drücken übrigens. Auch da nochmal danke für den Hinweis. Hat, glaube ich, Super Pauko in die Kommentare nochmal geschrieben. Ich habe es dann, glaube ich, ja irgendwann während der letzten Staffel auch noch rausgefunden, dass das so der Fall ist, dass man das so machen kann. Ja, es hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, hier durch die Mauer, also durchs Tor angreifen, kann natürlich leicht geblockt werden und so. Stimmt, aber ich halte es trotzdem für eine sinnvolle Idee, da auch noch drüber anzugreifen mit einer Einheit wenigstens. Muss mal gerade ganz kurz gucken, haben denn die Einheiten hier vom Gegner... Haben die viel Rüstung? Ne, die haben nicht so viel Rüstung. Alle eigentlich nicht, würde ich sagen. So viel. So, und dann wird es Zeit hier hochzukommen. Was machen die da? Rumbacken. Sind die doof? Hallo? Ach was. Das glaube ich jetzt nicht, oder?
Wir können hier nicht mit Belagerungstürmen angreifen. Wir hätten hier Leitern gebraucht. Nee, oder? Ja, stimmt eigentlich. Fällt mir gerade auch so auf. Stimmt, die sind ja viel zu groß, die Türme. Oh Gott, das heißt, wir müssen jetzt alle hier durch die Mauer schicken, durch das Tor schicken. Ja, das hätte mir auch mal früher auffallen können. Dass das ein bisschen bescheuert ist. Ja, dann rein da. Aber nicht mit allem auf einmal, sondern eher so nacheinander. Das ist ja jetzt doof. Jetzt hätten wir hier Leitern bauen müssen. Habe ich natürlich auch schon ein bisschen verbuggt, gell, by the way. So. Aber das sieht jetzt auch mächtig doof aus, gell. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt wirklich dumm. Aber wir können uns wenigstens mal ein bisschen die Schlacht anschauen. Mission failed, würde ich sagen. Oh, da ist einer der Kopf aufgeplatzt. Nett. Ja, ich finde, jetzt sieht man hier gar nicht so wirklich viel. Oh, hier, den können wir mal beobachten. Wie er hier ein paar Bogenschützen schnetzelt, hoffentlich. Aber warum man dann Türme bauen kann, wenn es eh nichts bringt, das erinnert mich ja ein bisschen an Third Age, als ich Edoras belagert habe und da ging es auch nicht. Trotz Türme bauen, da war die Mauer auch zu niedrig. Warum passiert mir das in letzter Zeit so häufig? Jetzt bräuchte man halt einen Rambock auch nochmal hier drüben oder so, das würde hier natürlich schon ein bisschen helfen, aber die Frage ist natürlich, ob sich das lohnt und ob wir den schnell da genug darüber kriegen, beziehungsweise ja, wir können es ja mal probieren. Mit so einer Einheit darüber. Ah, gegnerische Einheiten flüchten schon, sehr schön. Und dann würde ich sagen, spulen wir auch ein bisschen vor, weil ja, so wirklich geil ist das jetzt hier nicht, gell? Das ist halt jetzt wirklich beschissen hier. Oh. Sollten nicht da reinlaufen in den Nahkampf. Mit euch schießen wir mal da hinten drauf. Hallo? Nicht reinlaufen. Schießt ihr hier schön in die Flanke? Ja, eigentlich sollte das klappen. Okay, die flüchten auch. Aua. In die Flanke kommt er gelaufen. Ja, die machen natürlich auch nur Scheißdreck da. Wir schicken mal unseren General hier vor. Gut. Schießen wir nochmal hier drüben drauf. Oh, die sind natürlich ein bisschen doof aufgestellt hier. Okay, die Bogenschützen werden auch dezimiert durch unsere Bogenschützen, das ist super. Ah, der mit seinem Kreis mit Boni ist aber echt auch ein bisschen klein hier. So, jetzt sind sie im Bereich drin. Ja, sehr schön. Dann schießen wir hier mal drauf. Enemy troops have breached the walls. What the fuck? Wäre ein bisschen seltsam, wenn die das irgendwie machen. So, ach, die stehen jetzt ein bisschen doof für unsere Bogenschützen natürlich, gell? Da werden wir nicht so viele töten. Wahrscheinlich der Rest der Armee, da kommen noch ein paar Bogenschützen, da drüben sind noch Kavalleristen. Wahrscheinlich hätten wir hier, naja, auch da hätten wir ja auch keine Belagerungstürme hinfahren können oder vielleicht doch, keine Ahnung, aber dann niemals in die Stadt rein. Auf jeden Fall ziemlich verbuggt der Spaß. Ich zeige auch nochmal was vom Kampf und so, aber halt erst erst wenn wir hier mal durchgebrochen sind, weil davor macht es
ist nicht sonderlich viel Spaß, da ewig zuzugucken, wie ich finde. Okay, hier schick mal, haben wir schon die erste Einheit, haben wir gleich da. Dann können wir hier vielleicht mal noch unsere Kavallerie und eine Einheit Speerträger hier rüber schicken. Ja, das nenne ich mal einen ordentlichen Bug, ey. Haha, die Türme sind zu klein, zu groß für die Welle. Das ist natürlich der Hammer. Das ist natürlich der absolute Hammer. Oh, hier sind wir jetzt, haben wir jetzt feindliche Kavallerie. Dann müssen wir mal unsere Speerträger hier dazu ziehen. Ich überlege gerade, ob es vielleicht Sinn machen würde, hier auf die feindliche Kavallerie jetzt zu schießen. Speerwerfer haben wir. Warum steht eigentlich eine Einheit Speerwerfer hier vorne? Egal. Ah ja, unsere Oh, das war nice. Hier an der Seite werden die Kavalleristen ganz schön auseinandergenommen. Sehr schön. Was machen die Freunde eigentlich hier? Ach du Scheiße. Okay, Wegfindung at its finest. Was ist denn hier los? Bin mal gespannt, ob sie das irgendwie schaffen, den blöden Rambock gegen die Mauer zu bringen. Ich zweifle so ein bisschen. Oh, er kommt raus aus der Stadt. Dann greifen wir die Bogenschützen gleich mal an. Nehmen wir unsere Kavallerie dazu. Das ist schon alles ziemlich dubios gelaufen, die Schlacht hier. Oh Gott. Oh, die feindliche Kavallerie flüchtet hier drüben. Das ist sehr schön. Jetzt können wir uns hier noch ein bisschen durchkämpfen, würde ich sagen. Meine drei, die sollen mal aufhören zu kämpfen oder wie auch immer. So, hier. Ja, sehr schön. Die Armbrustschützen werden erledigt. Vielleicht können wir auch mit der Kavallerieeinheit hier mal reinreiten. Wie sieht es denn da aus? Nee, das geht nicht. Okay, jetzt kommen da noch mehr. Ach, wisst ihr was? Verfolgt die hier einfach mal. Und das ist ja die Einheit Schwertkämpfer. Die sollen wieder an den Rambock. Und dann hier nochmal den Befehl, das Tor anzugreifen. Hier ziehen wir uns mal aus dem Kreis raus. Den können wir mal eine Stationary Testudo machen. Dann werden sie wenigstens nicht abgeschossen. So einfach. Aber vielleicht nicht so, sondern hier hindrehen und dann. Hier ziehen wir die Truppen mal aus dem Schussbereich raus. Dann Stationary Testudo bitte. Wie sieht es hier drüben aus? Ja, die eine Einheit nervt noch rum. Dann meine Bogenschützen und Armbrustschützen einmal da drauf feuern, auf die feindlichen Bogenschützen. Es ist schon ein bisschen eine anstrengende Schlacht, muss ich sagen. Die hat nichts Episches, aber auch wirklich rein gar nichts Episches. Die ist nur nervig irgendwie ein bisschen. Aber so passiert es halt manchmal auch, gell. Aber hier können wir dann gleich unsere Kataphrakte reinschicken. Sollte helfen. Leider, ja gut, er schießt auch hier drauf. Das hilft auch schon. Ganz gut. Die Einheit hat aber Probleme bekommen. Also er hat schon längeres abgeschossen wird. Ja, so ist das halt. Schaffen wir es eigentlich irgendwann mal hier durch? Hier verbessern wir die Einheit mal, dass sie nicht flüchten. Wie lange braucht es hier noch? Gate Damage 90%, 92%, 94%, 96%, 98%, 100%, perfekt. Ah, in dem Moment flüchten die. Ah, ne, doch nicht. So, dann schicken wir hier mal unsere Speerträger rein. Als erstes, ich denke, das lohnt sich fast mehr, als wenn wir die Kavallerie reinpacken. Wenn wir dann an einer Stelle hier mal durchbrechen würden, wäre das natürlich brutal episch, gell? Schießen wir eigentlich Gegner ab? So ein bisschen vielleicht, ja. Na gut, die flüchten jetzt eh, ist egal. Ja, die Türme fucken halt hier natürlich ein bisschen ab, gell. So, dann einmal hier ihr rein, gegen die feindlichen Chevaliers. Ah, das kann aber natürlich auch bitter enden hier. Schaffen wir das? Oh, nee. Wird nix. Ja, zu viele Fernkämpfer und so. Das wird nix. Die Männer haben
Oh Leute, brecht doch hier einfach mal durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Gut, langsam aber sicher wird's was. Die Fernkämpfer, meine Nummer 3, soll mal aufhören hier zu feuern. Ich denke, die werden eher mehr unsere Leute wegschießen als sonst was. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Ah, ja gut, die flüchten jetzt auch komplett. Reiten wir hier mal rein. Vielleicht klappt das jetzt ja, wenn hier gerade eben nur die Bogenschützen sichtbar waren. Weil, ach, die Chevaliers sind jetzt, glaube ich, hier drüben im Einsatz, ja. Dann würde ich sagen, reiten wir hier gegen die. Und hier reiten wir hier außen rum. Ups. Uah. Und greifen dort hinten an. Hier angreifen bitte. Gut, das sollte doch mal helfen. Und da sollte doch ein Charge dann auch mal was bringen. So. Hier verrecken jetzt die Bogenschützen. Also ich bleibe ja dabei, ich hasse Stadtschlachten. Ich hasse es einfach. So, hier sollte das jetzt auch mal zusätzlich ein bisschen helfen. Ja. Meine Scheiße verteidigt hat der Gegner natürlich auch. Also die KI war jetzt hier nicht so kompetent. Allerdings muss ich halt ehrlich sagen, Gott sei Dank nicht, weil mit dem Belagerungs Siege Tower Fail hier, das wäre natürlich schon bitter gewesen. Aber ist natürlich allgemein natürlich auch ein bisschen doof, gell. Jetzt müssen wir hier mal die Barrikade kaputt machen, sonst kommen wir hier gar nicht hin. Ich würde sagen, wir schicken hier auch mal die erste Einheit von uns los, weil da oben steht noch eine Einheit Sperrträger mit dem Gouverneur dieser Stadt, mit François. Ich habe gesagt, ihr sollt da angreifen. Und dann schicken wir hier nämlich unsere Truppen durch. Und erledigen noch die Sperrträger da oben. Das sollten wir mit unseren Schwertkämpfern machen am besten. Das hier sollten wir... Den Moralbonus sollten wir dann nachher auch gleich mal erobern. Vielleicht hilft es dann auch noch ein bisschen. Und dann rücken wir hier schon hoch vor denen. Und hier sind ja noch ein paar mehr Truppen noch dabei. Die nehmen wir auch noch. Und rücken mal hier noch vor. So, den Moralbonus, den genehmigen wir uns. Ja, perfekt. Ja, die Einheiten sind natürlich eigentlich komplett aus der Puste, ist auch klar, aber egal. Gut, wir könnten natürlich auch, hätten wir mit unseren Bogenschützen da drauf feuern können. Ah, wisst ihr, was wir jetzt machen? Rückzug, Rückzug, Rückzug. Oh, scheiße. Ja, klappt noch. Ah, er flüchtet eh. Perfekt, okay, endlich. Wow, was für ein Gefecht. Ich habe irgendwas freigeschalten. Der Atem des Drachen. Was habe ich denn freigeschalten? Was ist das denn? Kämpft und gewinnt eine Schlacht im Nebel. Ach, das habe ich noch nie gemacht. Ja gut, ich habe auch nicht so viele Spielstunden in Attila, um ehrlich zu sein. Weil ich Attila selbst eigentlich gar nicht so ein Hammer-Spiel finde. So, 621 Mann verloren. Ist, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Ich hoffe, wir haben keine Einheit komplett verloren. Das wäre ein bisschen doof. Wir müssen eh mal gucken, wie wir dann da eigentlich jetzt diese nächsten Kriege führen. Mit nur einer Armee wird das wohl ein bisschen schwierig mit Belagerungsschlacht und so weiter. Da der Gegner ja doch recht viele Truppen auch hat. Vielleicht müssen wir da auch wirklich einige Runden belagern, bis er dann komplett aufgibt oder bis er dann einen Ausfall macht oder so. Das müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. So. Die Provinz gehört aber erstmal uns. Wir erobern nur Occupy. Genau, wäre sehr schön. Oh, das ist eine Stufe 3 Festung und hat, naja, wahrscheinlich deshalb war das so ein bisschen komisch hier. Was brauchen wir hier? Müssen wir erstmal Geld investieren, wie doof. Was haben wir denn hier? Siege Engineers. Ah, hier könnte man Workshop hat er hier. Workshop oder Siege Engineers. Hier gibt es doch bestimmt Ding, oder? Belagerungsgeräte. Military Recruitment. Das ist ja das, was wir jetzt da drüben bauen. Ah ne, hier gibt es dann Belagerungsgeräte und so.
zu bauen, aber dieses eine Military Upgrade Gebäude, das Blacksmith, müssen wir uns auch mal merken. Das wäre auch was für die Provinz hier drüben, für Dorylaion. Aber dann machen wir doch hier raus einfach auch nochmal eine Militärstadt, oder? Das hier werden wir auf jeden Fall mal upgraden. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Da weiß ich jetzt nicht wirklich, was das uns hier bringen soll. Da gehe ich dann lieber hier drauf. Bei Gelegenheit wahrscheinlich. Und hier Tischen, den will ich eigentlich auch nicht. Das ist das hier. Ah ja, okay. Ja, das brauche ich hier nicht, auch nicht unbedingt. Dann gehen wir hier auch nochmal auf eine Militärstadt, würde ich sagen. Das hört sich ganz nett an. Ja, aber warum? Also, als ob das nur Army Recruitment Capacity gibt, dieses Gebäude, das lohnt sich ja nicht. Brauchen wir auch nicht. Also da wollen wir ja hier in dieses Bereich darüber gehen. Ja, ja, das lassen wir ja, haben wir ja gesagt. Okay, gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter, werden dann hier, ah, das können wir noch machen, hier der eine Tradition geben. Replenishment vielleicht. Recruitment Time wäre natürlich auch was. Was haben wir hier? Integrity. Ja, gehen wir hier mal eins auf Integrity und... Ach, einmal Replenishment schadet auch nicht. So, okay, genau. Also hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann müssen wir uns so ein bisschen überlegen. Wir werden dann eben mal ein paar Runden hier warten müssen. Dann müssen wir uns so ein bisschen überlegen, wie wir eigentlich hier mit Thessalonica und so, wie wir das hinkriegen, weil das sind 13 Einheiten plus, boah, eine ganz schöne Stange, nochmal so viele Verteidiger wie gerade eben hier in Philippopolis. Vielleicht auch eine Festung, Stufe 3, müssen wir dann auf jeden Fall keine Belagerungstürme bauen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also da müssen wir mal schauen, wie wir das anstellen. Vielleicht nehmen wir auch die Truppen hier, rekrutieren hier noch ein paar und schicken die dann erstmal hier rüber und machen das mit denen. Aber erstmal müssen wir dann auch hier die Zufriedenheit irgendwie hinkriegen, das ist auch klar. Also das kann jetzt ein bisschen brauchen, bis wir hier weiter vorrücken können. Genau, also wunderbar. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Kann auch sein, dass wir hingehen und so eine Garnisonsarmee nochmal bauen oder so. Muss ich mal schauen. Also bis dahin, mach's gut. Ciao, Leute.